Hallo, ja, vielen Dank. Genau, Manuela Maurer ist mein Name und ich bin Gründerin, Initiatorin eines Projektes, das heißt Hundebande. Das ist ein Sozialtrainingsprojekt, was wir im Strafvollzug durchgeführt haben als Pilotprojekt. Und worum es aber dabei geht, würde ich gerne mit einem kleinen kurzen Film zeigen, weil es ein toller Film ist, ich sehr stolz darauf bin und der Film einfach sehr gut beschreibt, worum es geht. Sie hilft bei der Ausbildung von Blinden für Hunde. Er hilft Strafgefangenen, Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam helfen sie Menschen, sich in der Welt zurechtzufinden. Helfen Sie mit, die Ausbildung von Blinden für Hunden in Strafanstalten zur festen Einrichtung zu machen. Unterstützen Sie ein Projekt, das viele Gewinner hat. Mit Ihrer Spende auf hundebande.org. Die Welt mit anderen Augen sehen. Ja, das mache ich. Und danke. Auf die Idee zu dem Projekt, man braucht ja immer so einen auslösenden Moment, wo dann der Schalter umgelegt wird. Das war für mich eine Filmpremiere in einem Berliner Gefängnis in Moabit. Dort wurde ein Film gezeigt, der ein amerikanisches Vorbild, eine Gemeinsamkeit zu Kaya, zur Vorlage hat. Und zwar ist es ein Projekt, das dort in amerikanischen Gefängnissen schon seit nahezu 20 Jahren sehr erfolgreich durchgeführt wird. Das heißt Puppies Behind Bars. Und dieses Projekt hat einen Filmregisseur so inspiriert, dass er einen Kinofilm aufgrund dieses Materials produziert hat. Und der Film heißt Underdogs. Der kam 2009 in die Kinos und hatte eine Art Vorpremiere in verschiedenen Gefängnissen. Ich hatte das große Glück, diese Premiere-Tour mitzuverfolgen. Und als in Berlin Moabit der Film gezeigt wurde, waren Strafgefangene anwesend, genauso wie die Produktion, Filmschauspieler, Justizbehörde, Senat. Und wie bei einer echten Premiere wird am Ende dann werden Fragen gestellt und es stand die Frage im Raum, warum machen wir das eigentlich nicht? Und ich habe mich dann sehr damit beschäftigt, mit der Recherche, warum ein Projekt, was dort so erfolgreich läuft, hier nicht stattfindet. Und plus auch zu recherchieren, dass wir in unseren Wiedereingliederungskonzepten, die wir seit Jahrzehnten betreiben, nicht wirklich große Erfolge schreiben, dass die Rückfallquoten nach wie vor hoch sind. Und andererseits, dass die blinden Führhunde im ersten Jahr darauf angewiesen sind, von Patenfamilien großgezogen zu werden und auch da es neue Konzepte braucht, um reguliertere Umfelder zu schaffen, so dachte ich, okay, da kommen tatsächlich zwei Umstände zusammen, die wunderbar sich in einer neuen Idee gestalten lassen und das habe ich dann quasi angefangen bzw. die Entscheidung getroffen, ich fange jetzt einfach mal an, ohne aber zu wissen, was auf mich zukommt und was im Nachhinein auch gut ist, dass man nicht weiß, was auf einem zukommt, dann gibt es tausend Gründe, es nicht zu tun. Und ja, dann bin ich zu Andreas Heinicke gegangen mit der Idee, das ist der Gründer vom Dialog im Dunkeln, den vielleicht der eine oder von Ihnen andere kennen mag und der hat mir nur den Vogel gezeigt und gesagt, also das wäre ja, also würde ich niemals mit durchkommen. Und dann habe ich einen Antrag geschrieben bei Aktion Mensch. Dieses Antragsverfahren ist wahnsinnig aufwendig, 2 Monate Vollzeit quasi nur Antrag geschrieben. Und da habe ich den Antrag abgeschickt und Andreas Heinicke sagte, vergiss es, die werden dich nie fördern. Und, aber ich habe trotzdem angefangen und darüber bin ich sehr froh. Und was rausgekommen ist, zeige ich euch jetzt. Also vor 2 Jahren sind die ersten Welpen im Frauengefängnis Hanöversand. Das ist eine kleine vorgelagerte Elbinsel eingezogen. Es waren 3 Hundewelpen im Alter von 12 Wochen. An der Stelle entscheiden wir uns auch ganz deutlich von dem amerikanischen Projekt. Dort ziehen die Hunde im Alter von 8 Wochen ein. Die 8. bis zur 12. Woche ist aber eine ganz, ganz wichtige Prägungsphase für Junghunde. Und das ist auch für den Blindenführhund die größte Herausforderung, wenn er im Geschirr läuft, den Kontakt, den er mit anderen freilaufenden Hunden hat. Da muss er einfach cool bleiben und muss wissen, ich habe hier zu arbeiten. Und in Amerika gibt es quasi keine freilaufenden Hunde, insofern ist das Problem da nicht so da. Und das ist zum Beispiel nur ein Beispiel, an welcher Stelle wir uns deutlich unterscheiden von dem Vorreiter. Dann sind die Hunde, die 3 Hundewelpen Ronja, Rose und Cleo eingezogen. Wir haben dazu 6 Strafgefangene in die Gruppe aufgenommen, sodass wir jeden Hundewelpen quasi einem Patenpaar zugeteilt haben. Bei dem A-Paten, so nannten wir das, hat der Hund mit dem Haftraum gelebt. Und bei den B-Paten, das war nochmal so eine Art Backup, wenn die A-Patin zum Beispiel einen Gerichtstermin hatte, über Nacht nicht zurückkam, damit der Hund einfach eine gleichbleibende Betreuungsperson hatte.
Und gut war bei der Zusammenführung der Hunde, dass wir die Hunde schon 4 Wochen kannten, bevor sie eingezogen sind, denn es bilden sich ja schon starke Charaktereigenschaften heraus. Und die konnten wir dann im Grunde zusammenführen mit den Charaktereigenschaften der Frauen. Wichtige Voraussetzung für die Teilnahme des Projektes war im Grunde nur die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Denn es hat bedeutet, 9 Monate mit dem Hund zusammen Haftalltag zu teilen und auch den Haftraum zu teilen. 2-mal die Woche sind wir dann mit einer Führhundtrainerin, also ich habe vorher natürlich auch eine Kooperation mit einer Führhundschule geschlossen, denn ich bin keine Führhundtrainerin, kann auch keine Hunde ausbilden. Und um das fachlich abzusichern, habe ich eine Kooperation mit Nadia Steffen, das ist eine der Premium-Schulen in Hamburg, geschlossen, die in der Szene auch sehr anerkannt und bekannt ist. Und wir sind am Anfang des Projektes 3-mal die Woche reingefahren und haben die Frauen mit den Hunden trainiert. Und dann ab der 5. Woche sind wir über den größten Zeitraum des Projektes 2-mal die Woche reingefahren. Das war auch ganz wichtig, um natürlich Ansprechpartner zu sein für die Probleme, die natürlich auch da waren. Denn man schreibt ja einerseits ein Konzept am heimischen Schreibtisch, aber dann in der Praxis, also zeigt es sich, dass Theorie und Praxis nichts miteinander zu tun haben. Und insofern war es ganz, ganz wichtig, da permanent ganz kontinuierlich anwesend zu sein für alle Fragen der Patinnen, aber auch für alle Fragen der Vollzugsbeamten, die natürlich genauso das Projekt mitgetragen haben. Hier sieht man Melanie, eine unserer Patinnen, im Flur, im Training mit den Hunden, denn all die Zeit, wenn wir nicht da waren, mussten natürlich die Hunde trotzdem trainiert werden und man musste sich mit ihnen beschäftigen. Das war ja also quasi Teil des ganzen Programms. Und das Schöne an dem Projekt ist, die Frauen haben das aus einer ganz starken Motivation heraus getan, vor dem Hintergrund der Wiedergutmachung. Man hat im deutschen Vollzug kaum die Möglichkeit, vom Hintergrund der Wiedergutmachung etwas zu leisten. Und das war eine ganz große Motivation für die Frauen, in der Freizeit eben auch zusätzlich zu arbeiten mit den Tieren, um da eine Möglichkeit zu haben, etwas zurückzugeben. Ja, 9 Monate, Tag und Nacht, heißt auch letztens die letzte Gassi-Runde im Dunkeln noch zu machen oder auch natürlich bei Wind und Wetter. Und gerade der Winter, in dem wir das Pilotprojekt in Hannover Sand gemacht haben, war ein eiskalter Winter, es gab viel, viel Schnee und das hat den Frauen wirklich viel abverlangt. 2-mal die Woche haben wir die Hunde rausgeholt aus dem Gefängnis. Das war natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, denn wir haben vieles nachgestellt in Hannover Sand, aber wir konnten natürlich jetzt kein Karstadt aufbauen oder keine Mönckebergstraße oder keine Bushaltestellen. Und deshalb haben wir an den Tagen, wenn wir dort waren zum Training, die Hunde auch mitgenommen, außen sozialisiert und dann wieder zurückgebracht in die Haftanstalt. Da sieht man eine schöne Szene. Am Ende der 9 Monate haben wir eine Gehorsamkeitsprüfung gemacht mit den Hunden und natürlich unter Anleitung der Patinnen, aber auch unter Abnahme einer externen Prüferin. Auch das war uns ganz, ganz wichtig, um zu demonstrieren, dass etwas, also was da geleistet wurde zum einen. Denn ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, am Anfang, es wurde schon sehr beargwöhnt, als wir mit dem Projekt angefangen haben. Nicht nur, dass wir uns, dass der eine oder andere auch meint, wir sind hier kein Tierheim, was soll das denn jetzt hier? Und unsere Frauen, die haben ja noch nie was zu Ende gebracht, das schaffen die alle nicht, die werden auf halber Strecke aussteigen. Um auch noch mal zu signalisieren, es sind alle dabei geblieben. Deshalb war es eine ganz wichtige Sache, das auch in einer Abschlussprüfung zu demonstrieren. Und es ist für die Frauen auch ganz wichtig gewesen, quasi ein Zertifikat zu bekommen am Ende der 9 Monate, das dann in die Mappe mitgeht. Genau, ich nenne diesen ersten Teil, nenne ich jetzt mal so das Rahmenprogramm der Hundebande. Aber es geht natürlich noch um was ganz anderes, nämlich auf dieser Ebene, das ist zum Beispiel mein ganz, ganz, ganz starker Treiber im Zusammenhang mit dem Projekt, ist, Menschen, die einmal eine falsche Entscheidung getroffen haben im Leben, eine zweite Chance zu geben. Und hier sieht man Yvonne mit ihrer Ronja. Hunde sind total vorurteilsfrei. Die messen nicht mit den Maßstäben, wie wir das tun. Die fragen nicht nach Straftat, nach all der Biografie. Bist du gut zu mir, bin ich gut zu dir? Die sind da ganz einfach. Und die Frauen haben über den Hund zum Teil seit langem erstmal wieder Zuneigung erfahren und sich selbst auch als liebenswürdig kennengelernt. Das war eine ganz große Erfahrung und eine ganz große Umstand oder Moment, um wirklich auch mit sich wieder in Kontakt zu kommen, Gefühle zuzulassen, sich zu formulieren, um all diese sozialen Kompetenzen überhaupt wieder zu erlangen, die wir brauchen, wenn wir alle wieder miteinander friedlich leben wollen.
auch im Haftraum, das zum Beispiel ist Melanie und Yvonne, die sich selbst als Erzfeindinnen benannt haben, die haben dann, ich weiß noch, als Ronja und Rose, es war ein kalter Winter, es gab eine Lungenentzündung bei den Hunden, zusammen geweint haben. Das Thema Hund hat einfach eine also total neutrale Ebene eingezogen in dieses Thema, in diesen Haftalltag. Und es ging um andere Themen als nur um das Leben im Knast. Und das hat, hat einfach ganz vieles bewirkt. Und innerhalb der bestehenden Gruppe haben die Frauen also großartige Fortschritte gemacht. Also nicht nur, dass sie sich kommunikativ über Dinge auseinandergesetzt haben, sondern auch überhaupt sich auseinandergesetzt haben. Auch das ist eine ganz schöne Erfahrung gewesen auf der Ebene mit den Vollzugsbeamten. Da ist natürlich auch durch das Thema etwas Neues eingezogen. Man ist sich, wie die Frauen es immer gesagt haben, aber auch die Vollzugsbeamten auf Augenhöhe begegnet. Weil natürlich nicht nur das, was jetzt im Zusammenhang mit den Strafgefangenen passiert ist, das hat sich ja fortgesetzt, eigentlich im gesamten Vollzug. Ich weiß noch, eine der ersten Aussagen, die Vollzugsleiterin getroffen hat, war, dass seitdem die Hunde eingezogen sind, der sichtbarste Erfolg sei, dass der Vollzug bunter geworden sei. Und das ist auch nochmal ein ganz schönes Bild, was ein Spaziergang mit Ronja Rose und Melanie und einer der Justizbeamten auf dem Deich, also Hannover Sand, die wenigsten werden es kennen, ist eine ganz romantische Insel und das Jugendgefängnis ist da auch unter und da gab es natürlich dann viele lange Spaziergänge. Genau. Ganz wichtig war uns von Anfang an, das von der Presse begleiten zu lassen. Wir haben gesagt, es nutzt nichts, wenn hinter den Mauern etwas passiert, aber da draußen es keiner mitbekommt. Und Teil der Resozialisierung ist nicht nur, indem die Frauen sich verändern, sondern auch, indem die Gesellschaft anfängt, sich zu verändern und für diese zweite Chance, die die Frauen meines Erachtens verdient haben, sich auch öffnet und da Brücken baut. So haben wir von Anfang an ganz starke Pressearbeit betrieben mit den Frauen. Das war keine Bedingung im Übrigen, an dem Projekt teilzunehmen, sondern wir haben gefragt, wer möchte sich auch im Zusammenhang mit der Presse identifizieren lassen. Das haben außer eine Frau alle, allen zugestimmt, denn sie haben gesagt, also das ist im Grunde schon für sie der Moment, in dem für sie die Resozialisierung auch beginnt, nämlich ganz klar sich zu bekennen zu dem, was passiert ist. Und wir haben mit dem NDR eine Dokumentation gemacht, wir haben mit dem ZDF was gemacht, viele Presseberichte, sodass wir insgesamt, wir haben das mal ausgerechnet, über 4 Millionen Menschen erreicht haben, was natürlich großartig ist. Genau, wir haben ja einfach angefangen und ich hatte auch keinen Namen, als ich angefangen hatte und ich hatte auch keine CI, wie man das ja immer so fachmännisch nennt, im Zusammenhang mit Marken, die man bildet. Und dass es Hundewande geworden ist, ein Sozialtraining im Strafvollzug, das war, also Hundebande ist ja eher doch emotional und Sozialtraining im Strafvollzug, da man kann es einordnen, in welcher Ebene oder Ecke wir uns bewegen. Und mit der CI, dass es so etwas fast schon Niedliches, Kindliches geworden ist, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich mich für sowas entscheide. Aber es war wichtig, denn ich habe, wenn ich im Zusammenhang mit dem Thema auch auf Akquise gehe für Förderpartner, die mitmachen, dann ist ja erstmal der Strafgefangene, steht ja nicht weit oben auf der Beliebtheitsskala. Und ich dachte, auf gar keinen Fall mit einer Bildsprache etwas auch noch bedienen, was eh schon da ist. Und so habe ich mich dann für dieses eher Kindliche entschieden, was im Übrigen aber großartig ankommt. Das ist der aktuelle Stand. Wir sind jetzt in der Auswertungsphase der Pilotphase. Bei der Pilotphase habe ich einfach angefangen. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war. Denn man muss es erstmal testen, funktioniert es überhaupt? In dem Fall jetzt funktioniert es, die Sicherheit eines Vollzuges aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Lebenswelt der Tiere da zu integrieren. Aber ich habe gesagt, ich mache jetzt nicht einfach weiter mit dem Gleichen und los, sondern jetzt sind wir dabei, nicht nur die Ergebnisse zu sichern der Pilotphase. Es gab natürlich viele Schwierigkeiten. Wir müssen gucken, wie gehen wir in die Modifikation, wo ist vielleicht das Konzept sogar teilweise aufgeweicht. Aber insbesondere, um jetzt auch ein tragfähiges Geschäftsmodell, im Grunde ein Finanzierungsmodell zu erarbeiten. Und wenn das steht, dann werden die neuen Hunde in Hannover Sand einziehen. Meine Idee ist, ich bin davon überzeugt, dass die Hundewande ein tolles Projekt für einen Social Business Partner ist. Und ich sage immer so ein bisschen flachsig daher, wenn ein Herr Töller von Fressnapf sagt, jawohl, ich steige damit ein und bin pro verkaufter Dose Hundefutter 1 Cent in die Hundebande, dann ist in sämtlichen Vollzugsanstalten deutschlandweit das Projekt bezahlt. Aber ob es jetzt ob es eine Säule ist oder ob wir eine Art Mischmodell aufbauen, das wissen wir noch nicht. Aber in jedem Fall, glaube ich, ist das ein sehr, sehr guter und gangbarer Weg für die Hundebande. Das wollte ich noch mal ganz kurz auch ins Bild bringen, wie wichtig es auch ist, einfach anzufangen, auch wenn
alles passt, nur das Geld nicht da ist. Denn wenn man dann ein Projekt in der Erprobung hat und in der Praxis, dann ist es auch viel, viel leichter, wirklich Partner zu gewinnen, die sagen, Mensch, ja, ich sehe, du hältst da durch oder ihr macht das so und da an diesen Weichen sind die Erfolge so. Es lässt sich natürlich auch viel leichter Wegbegleiter dann auch mit an Land ziehen. Und das sind zum Beispiel einige unserer Wegbegleiter in Hamburg. Wir haben einen starken Lokalkolorit, wie wir immer sagen. Aber das alles ging natürlich überhaupt nicht ohne all diese ganzen Volunteers und Ehrenamtlichen, die von Anfang an treu an der Seite stehen und das Projekt mit allen Fragestellungen begleiten und einfach ja, dabei sind. Genau.